Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Und es tut sich einfach nichts hier. Ich habe schon überlegt, ob wir die Mutationen irgendwie festigen können. Na, das wohl nicht. Vielleicht andere? Naja, das muss erst ausgereift werden. Ja, okay, das hier, da bräuchten wir ja das erstmal dafür. Also die Einschüchterung, aber das haben wir doch jetzt auch ein paar Mal gemacht. Das ist ziemlich mühselig hier gerade. Was könnte denn klappen an Mutationen? Nee, da brauchen wir immer noch diese Zwischenteile hier. Ja, da steht wachsendes Neuron. Also wir müssen das 1 Milliarde Millionen Mal wahrscheinlich dann noch machen, bis das freigeschaltet wird. Da führt also nichts dran vorbei. Oh, die Maus. Ach Gottchen, die Fähigkeit zur Einschüchterung kann auch verbessert werden. Ja, die genetische Mutation ist da. Da ist sie. Weiteres Training ist nötig. Wisst ihr was? Wir können ja nicht nur immer Otter vertreiben. Wir müssen wahrscheinlich verschiedene Tiere vertreiben, oder? Flaches Wasser. Wisst ihr, wie viel wir in den letzten Folgen schon durch flaches Wasser gelaufen sind und nichts passiert hier? Kerl, das ist so... Im Moment ist es so anstrengend und... Ich frage mich, ob das überhaupt weitergeht. Ich habe immer den Eindruck, hier passiert überhaupt nichts. Wisst ihr, was wir machen? Wenn wir hier jemals rauskommen? Wir sind guter Dinge, wir nehmen alle mit, die ganze Bande. Habt ihr alle was dabei? Ja, ihr habt teilweise Stöcke dabei. Nö, ihr habt ja alle Stöcke dabei, oder? Alle in der linken Hand, dann nehmt das mal in die andere Hand. Also wenn ich nichts in der Hand halte, halten sie auch nichts in der Hand. Egal, wir gehen jetzt mal in eine andere Richtung. Oh, Moment, wir nehmen uns aber einen Stock noch mit. So, jeder, der noch keinen Stock hat, nimmt sich einen Stock. Oh mein Gott, jetzt habt ihr 2 Stöcke und die anderen haben gar keine. Oh Mann, wir warten auf euch, okay? Warum sind wir gerade so gut ausgeruht und alles? Okay, und jetzt... Nimm den Stock in die andere Hand und mach das hier. Einer hat's gemacht. Okay, nimm den Stock wieder in die andere Hand und lass den fallen. Jetzt habt ihr alle was in der linken Hand. Okay, und dann macht nochmal nach. Er geht ja jetzt nicht. Wir brauchen schon wieder einen neuen Stocker. Oh. Jetzt sind keine Stöcke da. Oh nein. Da drüben ist noch einer. Wir werden euch das schon beibringen, wie ihr euren Stock entastet, entzweigt. So, das macht mir jetzt keiner nach, ja? Ihr habt eure Stöcke also in der rechten Hand. Nehmt ihr in die linke Hand. Und jetzt macht das hier. So. Könnt ihr nicht. Was? Okay, wir versuchen es nochmal. Nehmt euren Stock in die andere Hand. Schabernack. Greift den Stock. Dann nehmt den Stock in die andere Hand. Nein! Moment, mach das nicht nach. Andere Hand. Und mach das hier. So. Warum macht ihr mir nicht nach? Mann! Andere Hand. Okay, wir versuchen das nochmal. Nachmachen.
Ja, das war eine Aktion jetzt. Ha! Ihr habt es nicht geschafft hierhin. Ihr müsst näher rankommen, wenn ihr mich nicht versteht. Wir gehen jetzt mit unserem Stork hier mal um die Ecke. Und gucken mal, ob wir da... Können wir auch aufrecht gehen? Wir können auch aufrecht gehen irgendwie. Ja, genau. Nehmt das ruhig in die andere Hand. Ich glaube, wir aufrecht gehen? Nein. Wie ist denn aufrecht gehen? Z? Na, geht nicht lange. So, ich habe mir nämlich überlegt, wir gucken mal unter die Steine. Auch da wurde nämlich etwas geändert. Nämlich, wenn wir unter Steine gucken, dann war es früher so, dass wir Basalt dort gefunden haben. Was war das? Hat mich jemand von euch angezischt? Basalt haben wir da gefunden und Pilze und mehr nicht. Und da soll jetzt auch was anderes drunter sein mittlerweile. Seit dem Patch letztens. Oh, da unten sind Otter. Kommt mir nach. Das passt gerade ganz gut. Wir sind ja auch noch dabei zu lernen, wie man Otter vertreibt. Also, macht mir nach. Seid ihr alle da? Kommt her! Herkommen jetzt! Aufgepasst! Die Otter sehen uns gar nicht. Vertreibt sie! Und nochmal! Und das war's. Wenn man nur wüsste, ja, wie lange man das durchziehen muss jetzt mit dem Vertreiben und so. Wenn man da so einen kleinen Fortschritt sehen würde, dann wäre das schon sehr nützlich. Aber unser eigentliches Ziel in dieser Folge ist es, unter den Stein zu gucken und Otter zu verjagen, wenn wir sie denn treffen unterwegs. Hier waren noch mal Steine früher zum drunter gucken. Hier ist einer. Okay, alle aufgepasst. Macht euren Stock nicht kaputt. So, macht mir nach. Passt auf. Reinstecken, anheben. Ich muss mich konzentrieren, einfach zugucken. So, das war schon mal nichts. Macht ihr nicht nach? Oh, was haben wir hier Schönes? Das ist ja scheinbar tatsächlich etwas Neues hier. Wollt ihr den Pilz nicht? Ah, sowas haben wir schon mal gesehen. Oh, den wollen wir essen? Ja, lieber nicht hier, oder? Was liegt denn hier? Hier liegen ja auch schon so viele Pilze rum. Okay. Ab in die andere Hand damit. Oh, sagt bloß, ihr habt jetzt schon Durst. Noch mehr Pilze. Macht ihr nach? Nee, das mit dem Stein, das könnt ihr nicht. Scheinbar. Also die Pilze scheinen neu zu sein, darunter. Die blauen. Oder sehen die einfach nur anders aus? Das war es aber auch mit den Steinen, glaube ich. Na gut. Ich traue mich, den Pilz hier nicht zu essen. So, die sehen alle anders aus jetzt.
Okay, dann lege ich euch die mal alle da draußen hin. Nein, behalt doch deinen Stock. Warum hast du mir den Stock jetzt gegeben? Hier, hast du zurück deinen Stock. Ich wollte den Pilz. Was habt ihr denn alle so einen Durst? Immer mit der Ruhe. Wir gehen schon wieder zurück. Oh mein Gott, seid ihr... Ihr seid... Wie konntet ihr jemals überleben? Erste Lektion und schon seid ihr alle am Verdursten, aber wie? Ihr könnt doch mal 2 Stunden... Oh, das sind schon über 2 Stunden. Wir sind schon den halben Tag wieder unterwegs. Na, okay. So, Pilze gesammelt. Trage das. Ja. Folgt mir! Dann lernt ihr auch gleich noch, wie man aufrecht geht und was trägt dabei. Das müssen wir auch noch üben. Oh Mann! Kann das jemand anders für mich tragen? Ich habe meinen Stock vergessen. Da vorne! Otter! Sieht das denn niemand? Vertreibt die Otter! Schnell! Tut mir leid, das war die Maus. Oh Mann, das schaffen wir nie, die Pilze alle nach Hause zu bringen. Die sind alle so am Leiden hier. Da bewegt sich ein Ast. Lass das doch fallen. Nochmal bedrohen. Naja, immerhin. Immerhin hat es ein bisschen was gebracht. Wo sind meine Pilze? Wer hat meine Pilze? Ja, ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Ich trag das. Und als Belohnung bekommt ihr alle einen Pilz gleich. Ein schönes, kühles Pilz. Oh nein, was ist passiert? Ich fürchte, wir müssen einmal auftanken. Einmal ein bisschen was trinken und dann holen wir die Pilze. Thank you.
Ja, komm, wir gehen einmal trinken. Okay, das war gut. Die Pilze hätte schon jemand anders dann auch tragen können, aber das verstehen sie noch nicht. Wir können nur sagen. Oder so etwas in der Art. Aber das ist schon wunderlich, dass die das überhaupt verstehen. Wir sagen ja immer dasselbe. Und machen doch Unterschiedliches dann. Ihr wolltet alle nicht trinken? Na gut. Trage das. Lasst mich durch. So, die Pilze legen wir ans Wasser. Denn unser Magen hat sich noch nicht so ganz an so eine Nahrung gewöhnt. Okay. Was auch immer ihr in der Hand haltet, lasst es fallen. Traut mir nicht, ha? Nehmt euch vom Stapel hier jeder einen Pilz. Macht ja keiner mit. Doch, ein paar machen mit. Die Jüngeren bestimmt. Ah, doch, jetzt. Jetzt habt ihr es. Einmal inspizieren alle. Und essen. Und schnell trinken. Hat jetzt aber nichts gebracht. Noch einmal inspizieren? Nein. Oh, das ist auch gut. Inspizieren. Okay, den willst du essen? Dann ess ihn. Und wir versuchen das jetzt mal anders in der nächsten Folge. Wollten wir nicht Steine hier deponieren in der Nähe? Oh.
Naja, erstmal gehen wir schlafen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.